Hallöchen, meine Freunde, und wir sind wieder hier bei The Outlast. Oder nur Outlast. Und, oder Outlast. Oder leck mich doch am Sack. Wir sind gerade hier durch so einen netten. So eine nette Person hier runter befördert worden und. Lecker. Bei uns in Österreich heißt das Bäuschel. Aber nicht von Menschen. Wie sich das auch anhört. Okay. Ich drück den Typen schon aus wie eine Zahnpastatube. Ich lass das mal lieber. Oh Mann. Mussten das sein. Immer schön Fußabdrücke hinterlassen, dass die Polizei dann meint, du warst es. Gibt's hier irgendwas? Hier sind Dokumente. J war das, oder? Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten Vollziehungsbefehl, Fallnummer irgendwas betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mountain Massive. Murkoff Psychiatric Systems, Mountain Massive Wilderness Area, Country Road 112. Eine stattliche Erklärung wurden von dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert. Die Grund zur folgenden Annahme hat: katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Presse. War da gerade irgendwas? Nö. Repräsentantenvolle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MAS oder aufgrund der Umstände, die entsprechend der Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Das erklärt dann auch die Einsatzwagen da draußen. Es ist wohl von der firmeneigenen Security, Privatarmee, oder sieht mir zumindest doch nach einer Privatarmee aus, weil würde mir sonst keine Sicherheitsfirma mit solchen gepanzerten Truppentransportern anfangen. Aber gut. Habe ich jetzt hier eigentlich alles schon durchsucht? Waren hier Batterien oder irgendwas? Keine Batterien. Ein scheiß Telefon, das hier rumjammert. Oh Gott. Bewegt sich der? Oh Scheiße, der bewegt sich. Oh Scheiße. Ups, falsche Taste. Okay. Geht das nochmal? Das war lustig. Das war gerade wirklich irgendwie lustig. Wieso fällt da einer runter, wenn ich da auf den Aufzugsknopf drücke? Ich will das nochmal machen. Oh, geht nicht mehr. Und jetzt ist es schon wieder nicht mehr so witzig. Oh, Scheiße. Ich gehe da nicht rein. Fuck it. Ich gehe da nicht rein. Nee. Was ist da rein? Ah. Gott sei Dank, Mann. Es gibt ja auch keine Möglichkeit, sich hier zu verstecken. Also, zu verstecken schon, sich zu wehren. Keine Hand. Also, man kann sich hier nicht wehren. Also, keine Waffen oder sonstige Gegenstände benutzen. Na, natürlich ist da der nächste Gang. Das wurde anscheinend von der Spezialeinheit abgeriegelt hier. Sieht zumindest aus wie so eine militärische Sperre. Lag da was? Ich hab da doch irgendwas. Oder nicht? Anscheinend nicht.
sehr vertrauenserweckend. Wokitoki. War ansonsten nichts, oder? Kann man hier irgendwas aufmachen? Nö. Also ich dachte, es ist irgend so eine Karte. Draußen stehen die Transporter. Gibt's hier irgendwie irgendwas? Anscheinend auch nicht. Kein Geheimgang oder so irgendwas. Gut, dann lassen wir dich, Kollege, wieder alleine und gehen da wieder raus. Schnell. Dann natürlich geht's da rein. Ich hasse es. Ich hasse es so dermaßen. Ich hasse es so dermaßen, dass ich schon auf Leichen rumtrampel. Sehen wir hier auch nichts? Was war da? Achso, Tür schließen. Noch eine Leiche. Aber wieso hatte die Spezialeinheit keine Chance gegen die? Ich schätze mal, dass die da nicht unbewaffnet reingegangen sind. Das ist doch irgendwie... Ha! Nicht sprengen. Ja, natürlich. Mit dem PC kann man auch nichts machen. Wie Hänsel. Also das ist hoffentlich das Atmen des Charakters. Okay, hier gibt's was. Ah, Murkoff Psychiatric Systems Project Waldrider. Mount Massive CO, Fallnummer irgendwas, Patienten in den Initialen CLW, Walker. Erste Patientenbefragung 28.01.2011. Alter des Patienten 32. Auch nicht wirklich alt. Geschlecht männlich. Behandelter Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus, morphogenetische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen, risikobehaftet. Diagnostik, Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung, Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstimmungen in Fixierung befragt. Oje. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Entschuldigung. Extensive Dermaloptionen ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Meine Güte, sind das Worte. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tautara-Echsen und ihren parietellen Augen. Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Aha. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Sieht mir fast aus wie der eine Typ, der große, der uns da runtergeworfen. Ah, natürlich. Oh, die Hand. Finde ich cool, wie sie das gemacht haben, aber...
Alles cool. Alles cool. Alles cool. Ich gehe nur. Ich muss nur, ne? Ganz kurz. Bin dann gleich wieder. Ich will den Typ nicht den Rücken zudrehen. What the fuck you? Notizen sind wieder was anderes. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Ganz toll. Was ist mit seinen Händen? Was ist mit seinem Kopf? Was ist mit denen überhaupt? Die Musik macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ich fange gleich an zu weinen wie ein kleines Mädchen. Die Musik, ach du Scheiß. Fickdreck, ich kann nicht mehr, oh Gott. Du. Oh. Oh Gott. Verzeihung. Verzeihung. Wie spät ist es denn überhaupt? 8:55. Oh, eine Karte. Und? Nee, ich dachte, da liegt eine Batterie. Jetzt passiert doch sicher gleich irgendwas. Es ist immer in solchen Spielen. Es ist einfach immer, wenn... Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Okay. Es ist doch immer, wenn man einen Schlüssel, eine Schlüsselkarte, einen Kopf oder sonst irgendwas eingesammelt hat, das man braucht, dann passiert doch irgendwas. Ich bin laut. Der sitzt auch noch da. Oh, hoffentlich sitzen die. Die sitzen auch noch da. Hoffentlich leben die noch. Das wäre jetzt der Tod für mich, wenn die alle aufgespießt und sind. Oh Gott sei Dank. Ich. Die sehen ja ganz nett aus. Ich lasse euch dann mal hier, Jungs. Tschüss. Irgendwas passiert gleich. Irgendwas passiert gleich. Ah! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ich wusste es. Ach, jetzt verpisst du dich! Ich schwitze schon wieder wie ein verdammtes Schwein. Ich hoffe, dass nicht noch irgendwas passiert. Ah! Leg sie weg hier. Boah, Gänsehaut läuft mir gerade über den Rücken runter. Aber ich habe auch nicht mehr gerade viel Batterien. Ich habe nur noch 3 Batterien. Eine brauche ich bald. Dann sind es nur noch 2 und... Ach, scheiße. Da war ich ja jetzt schon über. Ach, scheiße, der Keller. Den gibt es ja auch noch. Und da ist auch noch eine Tür, die ich übersehen habe. Gott sei Dank, Mann. Geht's jetzt nochmal? Scheiße. Die klügste Idee, die es gibt, in den Keller gehen. Natürlich. Was macht man in der Nervenheilanstalt?
wo überall Blut und Verrückte und irgendwelche Riesenmonster rundum sind und ein Priester, der mir noch mehr Angst macht als die Riesenmonster. Man geht in den Keller. Ja. Gott sei Dank, Mann. Hallo. Holt mich hier raus. Hallo. Wird wahrscheinlich auch keiner mehr am Leben sein. Ich kann nach hinten schauen. Na, danke. Da war doch zuerst der Typ, oder? Die Maler waren wieder hier und haben ihren Job nicht besonders gut gemacht. Und der Metzger auch, der hat seinen Job besonders gut gemacht. Oh. Der hat sich aber anscheinend selbst eine Kugel in den Kopf gejagt. Sieht zumindest so aus irgendwie. Oder irgendjemand hat reingeschossen, das kann auch sein. Oh Gott. Oh, Batterien. Da gehe ich sogar über Leichen für Batterien, versteht? Wer hat die Tür hier zugemacht? Hände hoch. Du! Du warst es. Wieso machst du die Tür zu? Kannst du die Hand wieder runternehmen? Nee, wieso ist jetzt die Tür hier zu? Ich will hier nur raus. 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 Ich will hier eigentlich nicht raus. Wer hat die Tür hier zugemacht? Ja, ich weiß, du hast eine Frage, aber jetzt mach die Hand mal runter. So sieht der Mensch von innen aus. Irgendwie eklig. Naja. Wieso ist die Tür zu? Was ist denn jetzt? Was ist? Ach so, ich muss. So geht's ja. Ei, Türe. Gut, bringt mir nichts. Sehe überhaupt. Oh Gott, das sieht mir mehr für einen Fall für die Putzfrau aus. Oh je. Oh je. Ja, das wäre schon das passende Gerät dazu. Fehlt nur noch der Mob. Der wütende Mob. Und wieder die helfende Hand. Super Hand aus der Kloschüssel. Oh Gott. Schnell und schmerzlos. Witness. Der Zeuge oder Zeuge. Okay. War schon wieder falsch, ich weiß. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrapscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Ja, na klar. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Das ist ja ganz toll. Schauen wir mal weiter. Will ich denn das? Da ist der Typ rein, da gehe ich nicht rein. Hallo? Ich bin der Consuela, muss ein Putzen hier. Mr. Darf hat gesagt, ich muss hier putzen. Nein, nein, nix schlafen. Oh Gott. Dokumente. Von Helen Grant. Betreff Projekt Wallrider, Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und
es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und psychischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Grant, Murkoff Schadensabteilung. Okay, anscheinend sind die Patienten, deren Familie auch nicht wirklich gerade so besonders nett und kümmern sich anscheinend nicht um Scheiß um die Leute und die Regierung auch. Ja, yeah, welcome to the United States, bitches. Aber auch hier wieder keine Batterien, ich habe jetzt noch... Vier habe ich. Ist hier noch irgendwas? 60 Watt. Ach, schnell und schmerzlos. Exit, da werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen, oder? Gott sei Dank. Da ist der Typ rein. Gott sei Dank, Mann. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Okay, Walker. Dafür ist anscheinend die Karte gedacht. Security. Ich wundere, dass es hier keine Waffen gibt. Wieso gibt es hier keine Waffen? Drücke linke Maustaste, um zu verstecken. Ja, na ganz klasse. Dann wird das wahrscheinlich auch bald nötig sein. Murkoff Corporation. Ah, scheiße. Hier sieht alles gut aus. Keine Bewegung. Es sei denn, das sind alles nur Bilder. They lie. Sie lügen. Aha. Okay, dann schauen wir mal. Security. Assessing Security Systems. Oh, Scheiße. Was? Oh, Scheiße. Was? Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mach. Oh, oh. Oh, oh. Geh rein. Oh, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du riechst nichts. Ja, ich war hier. Hat der gerade daneben aufgemacht? Ich habe gerade irgendwas aufgeschrieben. Großer Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Großteil des Ortes? Du warst ja noch nicht mal überall. Wo weißt du das? Kann ich jetzt hier wieder raus? Ich weiß das. Oh Mann. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Was stand da? Ich war jetzt total... Starte den Generator im Keller neu. Na! Wisst ihr was? Wir machen eine Pause! Ich mache jetzt eine Pause! Meine Fresse! Ciao Leute!